Hallo ihr Leseratten, heute möchte ich euch Der Beutegänger von Sylvia Roth vorstellen. Das ist der erste Band einer Reihe und ich habe dieses Buch angefangen, weil ich eines Nachmittags einfach mal Lust auf einen Krimi, Thriller, wie auch immer hatte. Habe einfach in mein Regal gegriffen und dieses Buch rausgezogen und ich wurde absolut nicht enttäuscht. Ich habe dieses Buch ratzifatzi durchgelesen und ja, ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor. Der ist nicht wirklich lang und nicht wirklich aussagekräftig, aber mal schauen. Die Blüte streift ihr linkes Knie. Sie begann zu schreien. Seine Opfer sind allesamt Frauen. Die Leichen dekoriert er mit Chrysanthemen und Mohnsamen. Er tut es für sie, seine einzige, seine unerfüllte Liebe. Ein Serienmörder auf Beutezug. Ja. Am Anfang ist dieses Buch etwas verwirrend. Das habe ich bei letzter Rezension schon gesagt. Egal. Denn es wird aus vielen verschiedenen Sichtweisen geschrieben. Und am Anfang sind es teilweise noch nicht mehr Namen dabei. Das heißt, diese unerfüllte Liebe, die hinten erwähnt wird, hat anfangs noch keinen Namen. Und auch der Mörder selber hat noch keinen Namen. Ja, dadurch, dass ich jetzt den Mörder erwähnt habe, weiß man natürlich, dass der Leser, kann man sich denken, dass der Leser etwas mehr weiß als die Polizei. Und bei der Polizei sind wir schon beim nächsten Thema. Und zwar ist der Polizist... Ach, hier hieß er doch gleich. Moment. Namen sind Schall und Rauch. Hendrik Verhoeven, genau. Bekommt eine neue Kollegin, und zwar Winnie Heller. Winnie Heller ist so eine Art für sich. Sie ist zwar klug und auch, wie soll ich sagen, ehrgeizig. Aber sie sieht optisch nicht unbedingt so perfekt aus, sagen wir es so. Und beide, also Henrik und Winnie, haben eine dunkle Vergangenheit, die immer wieder ein bisschen vorkommt und so eine Nebenrolle quasi spielt. Und die beiden müssen halt miteinander klarkommen. Am Anfang ist es sehr, sehr schwer, weil jeder halt die Oberhand haben möchte. Und ja, Konkurrenzkampf kann man nicht unbedingt dazu sagen, aber sie sind noch kein wirkliches Team. Ja. Weil Winnie wittert ihre Chance, in der Mordkommission endlich mal Fuß zu fassen. Sie ist gerade da neu eingetroffen. Vorher war sie beim Drogendezernat. Und Henrik hat gerade seinen Partner verloren. Der ist an einem Schlaganfall gestorben und kann noch nicht so das... Er ist noch nicht so die Leitperson. Er war immer so jemand, der mitgelaufen ist. Aber nicht jemand, der halt die Initiative ergriffen hat, sagen wir es mal so. Gut. Und das ist ihr erster großer Fall. Und nun müssen sie eben diesen Serienmörder stoppen. Hier steht zwar Krimi drauf, aber ich würde es schon eher als Thriller bezeichnen, weil es teilweise doch schon sehr eklig wird. Und für mich ist immer ein Krimi etwas Seichteres und ein Thriller schon richtig boah. Ja, also man kann sagen, es ist so eine Mischung aus beiden, aber teilweise sind die... wie die Morde beschrieben werden, beziehungsweise die Leichen hinterher, ist schon nicht unbedingt was für welche, die nicht unbedingt mit Blut umgehen können. Oder manche Sachen sind halt wirklich, wirklich eklig. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch wirklich klasse. Also ich fand es super. Und es wird auch weiterhin aus mehreren Sichtweisen geschrieben. Aus der Sicht der Opfer und manchmal auch aus Zeugensicht. Ja, und eben Winnie, Henrik und der Mörder. Und eben diese unerfüllte Liebe. Genau, die vier Stränge sind so die Hauptstränge, die immer wieder auftauchen. Genau. Ob sie es schaffen, den Mörder zu kriegen und wer es am Ende ist, ich meine, das war nochmal, auch wenn man denkt, man kennt den Mörder, weil man ja mehr weiß als die Polizei, wird man am Ende nochmal extrem überrascht. Ja. Gut. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich weiß nur, das ist ein super geniales Buch und ich freue mich auf die nächsten Bände. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele es davon gibt. Ich glaube insgesamt 4, wenn ich mich nicht irre. Schaut in meinem Blog vorbei, ich schreibe euch alle Nachfolgebände auf jeden Fall noch rein. Genial. Wirklich, wirklich genial. Ich finde das Cover auch gar nicht mehr schlecht. Es ist so schön schlicht gehalten mit dieser Chrysantheme da drauf. Und ja, finde ich toll. Gutes Buch. Sehr, sehr empfehlenswert. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.